Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr automatisierte Updates für eure Unify-APIs, Switche und Gateways einrichten könnt in eurem Unify-Controller. Zunächst öffnen wir unseren Browser. Dann gehen wir einmal auf unseren Unify-Controller. In meinem Fall ist der extern gehostet. Zusätzlich könnt ihr den natürlich ganz normal auf einem Windows-Rechner, Windows-Server, was auch immer laufen lassen. Dann melden wir uns an. Dann haben wir unsere Einstellungen. Hier sieht man, wir haben einen Access Point, einen Switch und einmal ein Gateway. Kann ich euch auch nochmal hier zeigen. Genau. Hier sieht man auch, Switch hat aktuell ein Update. Werde ich jetzt natürlich nicht ausführen, weil sonst ist mein Internet tot. Genau. Dann gehen wir einmal auf das Zahnrad für die Einstellung. Dann haben wir hier die Übersicht und dann gehen wir einmal auf Dienste. Oder Services im Englischen. Und hier sehen wir auch schon geplante Upgrades. Und dann könnt ihr hier ein für verschiedene Geräte Update-Zyklen einrichten. In meinem Fall mache ich das bei den einzelnen Systemen normalerweise immer alles anhaken. Dann sagen, es soll einmal im Monat überprüfen, aber an sich könnt ihr auch einfach einmal im Tag sagen. Stellt einfach 2 Uhr nachts ein, sagt Daily Upgrade Intervall und dann kann man noch anhaken, das soll es nur einmal machen oder es soll es halt jeden Tag prüfen oder wir können auch Tage auswählen, das ist an sich wurscht. Und dann macht er nichts anderes als abends, als Beispiel, in dem Fall 2 Uhr nachts, zu prüfen, ob die Updates bereitstehen und die dann zu installieren. Dadurch, dass meine extern gehostet ist, kann er die Sachen auch so verwalten, ohne zum Beispiel Internet zu benötigen. Problem ist, wenn wir jetzt einen internen Controller haben, kann es dazu führen, dass der die dann nicht mehr findet, weil er selbst ja kein Internet mehr hat. So, wenn das nämlich eingerichtet ist, drückt man einfach nur einmal auf Speichern und dann würde diese Nacht die Updates einspielen und automatisch die Geräte natürlich neu starten. So, bei Fragen und die Kommentare von einem Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön.